Ich bin Leo oder Leonard, ich bin Student und App-Entwickler und beschäftige mich viel mit Barrierefreiheit. Barrierefreiheit im Internet ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Ich meine, wir alle beziehen unser Wissen aus dem Internet, das ist ein wahnsinnig mächtiges Tool, wo es einfach wahnsinnig viel Wissen gibt. Und das Ziel von Barrierefreiheit im Internet ist auch, dass das Wissen für alle zugänglich gemacht wird. Barrierefreiheit kennt man im Alltag eher von Gebäuden, meistens Treppen wie die hier. Da ist man als Rollstuhlfahrerin oder mit zum Beispiel einem Kinderwagen relativ schlecht unterwegs, weil man keine Chance hat. Das ist quasi Barrierefreiheit oder beziehungsweise Barriereunfreiheit, wie wir es im Alltag kennen. Mögliche Lösung wäre jetzt zum Beispiel ein Aufzug oder eine Hebebühne oder irgendwas, womit man quasi auch als Rollstuhlfahrerin oder mit einem Kinderwagen diese Barriere meistern könnte. Im Internet haben wir genau das Gleiche. Es sieht zwar ein bisschen anders aus und es ist zwar nicht direkt als Barriere gekennzeichnet, aber Barrieren gibt es auch im Internet. Das heißt, es sind einfach Dinge, wo man mit Einschränkungen nicht vorbeikommt. Beispiel ist zum Beispiel ein Capture. Die sind eigentlich dafür da, um Bots rauszuhalten, aber eignen sich leider auch dafür oder werden verhindern automatisch, dass blinde Menschen deine Seite benutzen können. Da gehe ich nachher nochmal genau darauf ein. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen vier Arten von Behinderungen im Kontext zu Barrierefreiheit im Internet. Auf der einen Seite haben wir die Sehbehinderung, das heißt quasi komplette Blindheit oder starke Sehbeeinträchtigung. Die motorischen Behinderungen, das heißt, man kann nur eingeschränkt den Touchscreen oder die Tasten benutzen oder sogar gar nicht. Die Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit. Und zuletzt die kognitive Behinderung, das heißt Schwierigkeiten beim Lernen oder beim Erkennen oder beim Erfassen von Inhalten. Zuallererst die Blindheit. Bei der Blindheit spricht man von einer Sehkraft von weniger als 2%. Hilfsmittel wäre dann ein Screenreader oder ein Braille-Display. Ein Braille-Display ist einfach quasi, wie man es kennt. Das sind Erhebungen, über die man Text ertasten kann. Das heißt, das Braille-Display nimmt den Content von deinem Bildschirm auf und gibt den über die Pins wieder und man kann ihn quasi auch als blinder Mensch lesen. Ähnlich funktioniert ein Screenreader, nur dass der Text vorgelesen wird und nicht über die Brailleschrift dann ausgegeben wird. Klassische Barrieren, das wären zum Beispiel sowas. Also Cat-Content ist per se nicht schlecht im Kontext von Barrierefreiheit, aber Multimedia ist schwierig. Das heißt, man braucht immer Alternativen, zum Beispiel einen Untertitel, eine Transkribierung des Inhalts, damit man auch als blinder Mensch weiß, worum es geht. Zum Beispiel in dem Fall eine Katze, die an einem Mülleimer sitzt, mit einem Tuch auf dem Kopf, damit alle auch wirklich wissen, worum es geht und vielleicht den Witz verstehen und den Inhalt verstehen. Hier nochmal das Capture-Beispiel. In dem Fall wird ein Capture dazu genutzt, dass das Text in einem Bild ist und der Computer somit nicht automatisch erkennen kann, was in dem Text ist, um sicherzustellen, dass es nicht kein Computer ist. Das Problem ist aber, dass ein Screenreader im Prinzip oder ein Braille-Display im Prinzip auch ein Computer ist. Das heißt, er kann den Text nicht erkennen und kann ihn nicht vorlesen. Das heißt, der blinde Mensch hat keine Chance, den Text einzugeben. Manchmal gibt es Alternativen, wo man auch einen Sound dazu hat, aber auch das gibt Probleme für andere Behinderungen. Also im Prinzip sind Captures, gibt es bis heute keine wirkliche Art, barrierefreie Captures anzubieten. Was man tun kann, um Blinden den Alltag im Internet zu erleichtern, ist auf jeden Fall eine Alternativbeschreibung für Bilder anbieten. Das heißt, man beschreibt, was in dem Bild ist, ganz kurz und knapp, damit man weiß, was es ist. Und wenn es keine Beschreibung gibt, auf jeden Fall sagen, dass ein Bild da ist. Inhalte semantisch strukturieren ist wichtig, damit der Braille-Display oder der Screenreader weiß, worum es geht. Weil der scrollt quasi deinen Bildschirm und deine Webseite und trägt die vor. Und er muss natürlich auch wissen, was ist der Inhalt, was ist der wichtige Inhalt, was ist der unwichtige Inhalt. Wo ist vielleicht Werbung, was ich gar nicht direkt vorlesen muss in erster Stelle und so weiter. Videoinhalte habe ich schon gesagt. Tastaturnavigation ist auch ganz wichtig, dass quasi der Braille-Display mittels der Tastaturnavigation sich navigieren kann. Prüfen kann man das ganz einfach mit dem Copy-Paste-Test. Wenn man zum Beispiel über ein Bild fährt und das Copy-Pastet, dann sieht man, da kommt kein Text raus. Zum Beispiel mit dem Capture. Wenn man aber zum Beispiel einen barrierefreien Text hat, dann kann man einfach mit Copy-Paste rüberziehen, den Inhalt markieren und ausgeben und weiß, okay, wenn ich das Copy-Pasten kann, dann kann der Braille-Display das meistens auch erkennen. Also es geht halt grundsätzlich um Maschinenlesbarkeit. Zweite Art ist halt die Sehbehinderung. Das spricht man von einer Sehkraft von unter 30% oder einer Farbenblindheit. Teilweise kommt auch der Screenreader oder Braille-Display zum Einsatz. Das heißt, die gleichen Sachen, die ich eben schon gesagt habe, aber da gibt es noch verschiedene Feinheiten. Das heißt, Leute, die sehen noch recht gut, sehen noch, aber nicht mehr so gut. Dann sind sie auf Bildschirmlupen angewiesen oder auf dem Zoom. Wenn sie zum Beispiel Kontrastprobleme haben mit Farbenblindheit oder einfach nur sehr schwach sehen, dann kann auch eine Farbinvertierung helfen oder einfach den Kontrast zu erhöhen. Hier mal ein Beispiel
von der Jugendhack-Seite, wie sie mit, es gibt glaube ich über 8 verschiedene, also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Farbenblindheiten, aber hier mal die Jugendhack-Seite simuliert mit 8 verschiedenen Farbenblindheiten, die es so gibt. Da erkennt man ganz gut, dass Rot nicht gleich Rot ist für jeden. Und wenn man zum Beispiel jetzt sagen wir mal, eine Interaktion hat, drück auf den roten Knopf, um weiterzukommen, ist halt nicht die beste Lösung, wenn man Informationen von Farben abhängig macht. Das muss man darauf achten, dass Farben halt immer anders aussehen, deswegen Interaktionen nicht immer nur auf Farben auslegen. Das zweite ist Kontrast. Hier steht ein Text, das ist mal eine Barriere, die jetzt jeder sofort sehen kann, da steht ein Text mit einem sehr niedrigen Kontrast, den halt keiner sehen kann, und das ist halt mal ein drastisches Beispiel, was das bedeuten kann. Wenn man einfach mal den Kontrast erhöht, dann steht einfach nur Hallo Welt. Deswegen auch mal darauf achten, dass die Hintergrundfarbe zur Vordergrundfarbe passt. Lösungsansätze auch wieder hier. Keine Informationen von Farben abhängig machen, wie schon gesagt. Nicht so Sachen machen wie zum Beispiel drücke auf den roten Knopf, um weiterzukommen, sondern vielleicht den Button benennen und so weiter. Weil Farben werden auch von Braille-Displays oder von Screenreader in der Regel nicht vorgelesen. Es gibt eine Menge von Simulatoren, mit denen man seine Sachen testen kann. Es gibt Farbblindheit-Simulatoren, in denen man seine Website in Farbblindheit-Modus testen kann. Zusätzlich gibt es dynamische Schriftgrößen, wo der User selbst einstellen kann, wie groß eine Schrift ist oder wie groß der Inhalt ist. Und das kann man unterdrücken, ist aber doof. Das heißt, da auch mal testen, dass man die Sachen einfach mal ausprobiert. Die nächste Art ist die motorische Behinderung. Das ist einfach eine Bewegungseinschränkung. Es gibt Menschen, die können noch die Maus bedienen, sind aber eher zittrig unterwegs oder können halt gar nicht die Maus bedienen, weil die querschnittsgelähmt sind. Aber auch die wollen natürlich ins Internet und irgendwie Webseiten surfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen die Sprachsteuerung, ganz klassisch, oder eine Bildschirmtastatur oder ein Spezialgerät über eine Schaltersteuerung. Das heißt, man hat einen Schalter, über den man quasi den kompletten Computer bedienen kann. Das ist quasi wie auf dem Bild, kann ein Schalter sein, das kann aber auch einfach ein Blinzen mit den Augen sein, das kann ein Schlucken sein, das kann oder einfach ein Knopf. Hier mal ein Beispiel, wie man mit der Schaltersteuerung die Jugendhack-Anmeldung machen könnte. Das heißt, man hat eine Auswahl angewählt, der scannt jetzt den Bildschirm und du drückst deine Taste, wenn du da bist, wo du hin möchtest. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Achse gewählt, jetzt wählen wir noch die weitere Achse. Und er geht quasi immer weiter bis zum nächsten Schritt, und wenn du da bist, wo du haben willst, drückst du deinen Knopf. Jetzt haben wir die Pointer gesetzt und müssen nur auf Klicken. Und so kannst du quasi mit einem, also das ist die Taktik, die du nutzen kannst, wenn du nur mit einem einzigen Schalter durch Blinzeln oder Ähnliches deinen Computer navigieren möchtest. Da musst du natürlich darauf achten, dass man ausreichend große Buttons macht, weil wie ihr gesehen habt, das war relativ knifflig. Wenn man natürlich mehr Übung hat, geht es auch schneller. Aber wenn die Buttons sehr klein sind, dann ist das sehr schwer, auch wenn man eine zittrige Hand hat. Sind große, kleine Buttons ein großes Problem, deswegen immer auf die Klickflächen achten. Das gleiche gilt für komplizierte Gesten. Am Handy sind Gesten sehr beliebt, aber komplizierte Gesten können mit dem Touchscreen echt eine große Hürde vorausstellen. Deswegen darauf achten, dass man vielleicht Alternativen anbietet oder die Gesten halt optional ausschalten kann. Wichtig ist halt auch, dass man genügend Zeit bereitstellt. Dass man nicht sagt, okay, du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, den Button zu treffen, danach läuft die Seite ab, weil es halt dauern kann, wenn man seinen Computer zum Beispiel nur durch Blinzeln steuert. Und auch hier wieder ist die Tastaturnavigation sehr wichtig, weil es Grundvoraussetzung ist für die Hilfsmittel. Die nächste Behinderung im Kontext von Barrierefreiheit ist die Gehörlosigkeit bzw. die Schwerhörigkeit. Da kommen Hörgeräte zum Einsatz, die Hörleistung erhöhen, aber auch Spracherkennungssoftware. Das Problem bei Spracherkennungssoftware ist zwar, dass sie den Content, dass sie zum Beispiel einen Audioinhalt vorlesen kann. Trotzdem haben Gehörlose oft das Problem, dass sie dadurch, dass sie nie richtig gehört haben, mit unserer Lautsprache und mit unserer Sprache nicht so einfach zurechtkommen. Das heißt, man muss auch da gucken, dass man möglichst einfache Sprache wählt, möglichst einfache Worte, damit es so einfach verständlich wie möglich ist. Da mein Tipp, Audioinhalte werden möglich transkribieren. Es gibt zwar auch automatische Tools, aber da ist halt wie gesagt der Fall, dass die Texte zu kompliziert sein können. Weiterhin sollte man Warnmeldungen oder irgendwelche Informationen nicht über Töne ausschließlich übertragen. Das heißt zum Beispiel, du hast einen Wecker, der klingelt, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann hören das natürlich alle, aber wenn du gehörlos bist, dann hörst du das Signal nicht. Das heißt, vielleicht da so Sachen auf Sachen ausweichen, wie zum Beispiel Vibration oder andere Meldungen, damit auch alle wirklich mitbekommen, worum es geht.
Die letzte Einschränkungsgruppe sind die kognitiv Behinderten. Das ist das schwierigste Feld, weil es auch noch nicht so viel Wissen darüber gibt. Also eine kognitive Behinderung ist erstmal ganz allgemein gesagt, Menschen, die Probleme haben, Inhalte zu verstehen oder Inhalte zu erschließen, zu lesen. Oder auch einfach, gibt auch Menschen, die einfach nur Probleme mit mathematischen Lösungen haben. Oder das ist super vielseitig, das heißt, es ist sehr individuell. Oder einfach nur leicht abgelenkt sind. Da gibt es nämlich, weil das Problem so individuell ist, gibt es auch sehr individuelle Möglichkeiten, das zu lösen. Das heißt, auf der einen Seite wären Screenreader wichtig, weil manche Menschen, denen fällt es einfacher, Inhalte zu verstehen, wenn sie es hören. Andere wollen es lesen, andere wollen Videos haben. Das ist, um besser zu lernen, das ist halt sehr unterschiedlich. Deswegen gibt es da viele Möglichkeiten. Im Prinzip lässt sich die einfachen Regeln der Benutzertauglichkeit auch lassen das Problem eigentlich am besten lösen, indem man einfach seine Seite nicht überlädt und nicht von den wichtigen Inhalten ablenkt, damit auch die Leute sich auf das konzentrieren kann, was ihnen oft halt schwer genug fällt. Ein Beispiel für eine nicht so benutzerfreundliche Seite bzw. überladene Seite ist zum Beispiel jetzt hier der Screenshot. Wir sehen halt wirklich von allen Seiten Ablenkung mit irgendwelchen Pop-ups, irgendwelchen Flash-Player-Updates, irgendwelchen Warnungen. Wenn man schon schwer hat, sich auf den Inhalt zu konzentrieren, ist es in dem Fall so gut wie unmöglich, dass der Nutzer oder die Nutzerin dabei bleibt und sich konzentrieren kann. Das heißt, am besten den Inhalt so gut wie möglich strukturieren und nicht ablenken. Deswegen hier noch die Lösungsansätze. Wie schon gesagt, gut und verständlich strukturieren. Konsistenz ist ganz wichtig, dass der Nutzer auch weiß, das wiedererkennt und nicht verwirrt ist, weil es auf einmal ganz anders aussieht. Keine Ablenkung, keine unverständlichen Fehlermeldungen, das ist ganz wichtig. Also nicht einfach, gilt für alle User, wenn man dem Nutzer anzeigt, hier ist etwas kaputt gegangen bei so einem Server, Fehlermeldung 500.860, da weiß halt keiner, was mit anfangen. Und gerade wenn man Schwierigkeiten hat mit dem Inhalt, dann ist man verwirrt, vielleicht sogar ein bisschen ängstlich. Deswegen Fehlermeldungen so verständlich wie möglich machen und sofort Hilfe anbieten. Wie man das Problem beheben kann, was vielleicht hat man was falsch gemacht, vielleicht hat der Server was falsch gemacht, dass man da Hilfestellung anbietet und nicht abschreckt. Zusammenfassung für alle Oberthemen. Textbeschreibung für Bilder, essentiell. Untertitel für Audio- und Videoinhalte, generell alle Arten, die nicht textbasiert sind. Lesbare Schriftarten verwenden, das heißt, ihr macht nicht, also wenn es ganz grobe, ganz verschnörkelte Schreibschrift ist, dann ist es für Menschen schwierig zu lesen. Deswegen darauf achten, dass es möglichst lesbar ist und die Farbkontraste hoch genug sind. Genügend Zeit zur Verfügung stellen, wie schon gesagt, dass die Menschen mit Hilfestellungen auch genügend Zeit haben, die Features zu erreichen, dass auch mit dem Augenblinzeln es möglich ist, eure Website zu benutzen, sowie über Tastaturnavigation und wie schon gesagt, Inhalte einfach und strukturiert darstellen, keine unnötigen Ablenkungen und ich möchte auf die Web Content Accessibility Guidelines hinweisen. Das ist quasi einfach nochmal alles zusammengefasst, was ich sagte, noch viel, viel ausführlicher. Da habt ihr ganz ausführlich Details, weil ich bin jetzt nur ein bisschen oberflächlich rangegangen. Da habt ihr auch Implementierungstipps, wie ihr genau rangehen könnt, wie ihr vielleicht eure Website, genau wie der Code dazu aussieht, damit ihr zum Beispiel die Tastaturnavigation unterstützen könnt. Da gibt es auch Verlinkungen zu den einzelnen Plattformen, weil da gibt es auch Unterschiede. Zum Beispiel, ob ihr jetzt eine Android-App macht, eine iOS-App, eine Windows-App. Da gibt es Eigenheiten bei der Implementierung, aber das findet ihr auf der Website. Noch als letzter Bitte von mir eigentlich ist, wenn ihr über das Event twittert, gibt es die Möglichkeit, dass ihr bei Twitter eine Bildunterschrift hinzufügen könnt. Das heißt, dass auch blinde Menschen über das Screen wieder sehen können, worüber ihr twittert, wenn ihr ein Bild twittert. Ihr könnt einfach jetzt bin ich raus. Das startet leider nicht. Auf jeden Fall könnt ihr in den Einstellungen über Bildschirm und Ton, danach über Barrierefreiheit Bildunterschriften einstellen. Das ist eine Funktion, die euch dann einfach erlaubt, nachher, wenn ihr ein Bild twittert, auch zu schreiben, worum es geht, damit auch jeder eure Inhalte sehen kann und auch jeder von Jugendhack mitbekommen soll, weil ich meine, das ist das Ziel, dass jeder eure coolen Ideen seht, die ihr hier baut. Deswegen wäre meine Bitte so an euch, Bildunterschriften zu verwenden. Das war's. Irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Achso. Wie groß ist denn tatsächlich der Anteil an Internetnutzern, die zum Beispiel Sehbehinderung und so weiter haben? Also ich persönlich aus meinem Umfeld kenne halt niemanden. Ja, das ist. Also die Frage war, wie groß ist der Anteil mit Sehbehinderten oder ich glaube generell mit Einschränkungen? Es gibt verschiedene Zahlen, verschiedene Gruppen. Man geht von über 20% aus. Wow,
insgesamt. Das heißt, es ist auch, wenn man sagt, okay, man möchte eine erfolgreiche Website haben, dann muss es auch wirklich, das ist eine große Menge von Nutzern. Natürlich sind nicht alle blind, natürlich haben nicht alle die gleiche Einschränkung, aber man kann halt mit ein paar Features viele verschiedene Einschränkungen abdecken. Das heißt, dass man viele Menschen mit dazu holt. Zum Beispiel eine Tastatursteuerung, die hilft den Sehbehinderten, die hilft den Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten, die hilft, also da deckt man vieles automatisch mit ab. Das ist mit wenig Mitteln getan. Und das sind wirklich, also es gibt auch temporäre Einschränkungen. Menschen, die älter sind, Menschen, die Demenz leiden, mit dem Alter wird es immer mehr. Es ist sicherlich gut, etwas zu machen im Hinterkopf, ja, Leute, die irgendwie spezielle Aufmerksamkeit brauchen. Ich glaube aber, dass all diese barrierefreien Sachen auch etwas bringen, wenn sie jetzt gar nicht jemandem helfen, der Einschränkungen hat. Denn irgendwie der bekannteste blinde Internet-User ist halt Google. Das heißt, wenn du Untertitel und Bildbeschreibungen hast, dann kann das halt auch besser aufgefunden werden. Wenn du deine Sachen strukturiert ablegst, dann ist das besser, um es auszuwerten und es zu remixen. Das sind alles Sachen, die nicht nur Leuten helfen, die Einschränkungen haben, sondern auch allgemein das Web besser machen. Macht auch, hilft auch bei der Entwicklung. Also zum Beispiel, wenn du automatisiert deine Website testen möchtest mit UI-Tests, geht das auch nur, wenn deine Website barrierefrei ist. Wie gesagt, das ist aber das Problem mit den Captures. Das ist irgendwie, die Leute versuchen Bots rauszuhalten, aber halten damit auch sofort alle Menschen mit Einschränkungen von ihrem Service fern. Das ist so ein bisschen das Dilemma, das man da hat. Weitere Fragen? Gut, dann Dankeschön.